Hallo und willkommen zurück. Was sind eigentlich Affirmationen? Ganz einfach, Affirmationen sind Glaubenssätze. Und das hat jetzt nichts mit Religion zu tun, sondern es geht um eine Umprogrammierung bei dir im Kopf, was du in Zukunft denken möchtest, worauf du eingestellt sein möchtest. Und Affirmationen sind einfach ein Teil der Motivation, die du täglich für dich aufbauen kannst. Und Motivation ist ja ganz, ganz wichtig, egal ob zum erfolgreich sein, zum glücklich sein, zum gesund leben. Du brauchst einfach Motivation und das richtige Denken. Und Affirmationen helfen dir dabei. Das funktioniert wie folgt. Affirmationen sind persönlich auf dich zugeschnittene Sätze. Das heißt, du legst sie dir also auch zurecht. Ich gebe dir gleich mal fünf Beispiele dazu. Und diese Sätze wiederholst du immer und immer wieder. Und je öfter man das wiederholt, desto mehr geht es ins Unterbewusstsein und desto fester glauben wir daran. Und deshalb auch das Wort Glaubenssätze ist gleich Affirmation. Und damit du dich auch regelmäßig an diese Affirmation erinnerst, sie durchliest und verinnerlichst, gibt es ein paar einfache Möglichkeiten. Und wir fangen einfach an. Du kannst dir diese Affirmation ausdrucken und überall hinhängen. Beispielsweise an den Kühlschrank oder an den Spiegel im Bad, wenn du die morgens Zähne putzt, ins Auto, wo du halt regelmäßig verkehrst. Und dort bringst du die Affirmation an, liest sie dir durch, verinnerlichst sie und baust somit Stück für Stück deine Motivation zur Veränderung auf. Und das ist ja auch der Sinn und Zweck der Sache. Affirmationen sollen Veränderungen bewirken. Und jetzt legen wir einfach mal los mit fünf Beispielen. Und wir beginnen mit einer ganz einfachen Affirmation. Ich bin erfolgreich und glücklich. Das ist also schon ein Ist-Zustand und das ist oftmals bei Affirmationen so der Fall. Wir legen schon einen Zustand fest, der vielleicht noch gar nicht eingetreten ist, aber wir alle möchten erfolgreich sein, wir möchten glücklich sein und dementsprechend ist das eine ganz einfache Affirmation. Ich bin erfolgreich und glücklich. Wir legen also schon das fest, was in naher Zukunft eintreten soll oder was vielleicht schon der Fall ist und wir dafür dankbar sind. Und wo wir beim Thema Dankbarkeit sind, gleich die nächste Affirmation. Ich bin erfolgreich für alles, was ich erreicht habe. Also man kann eine Affirmation auch nutzen, um schon bereits Erreichtes nochmal ins Gedächtnis zu rufen, sich dafür zu bedanken. Aber es geht ja nicht bloß immer nur um Erfolg oder finanziellen Wohlstand, sondern auch ich erfreue mich optimaler Gesundheit. Ja, wir konzentrieren uns damit dann auf unsere Gesundheit, legen da den Fokus fest und versuchen möglichst viel dazu beizutragen, dass wir gesund leben und auch gesund bleiben. Selbstbestimmung ist genauso ein Thema. Ich bin für alles in meinem Leben verantwortlich. Hier legen wir ganz klar fest, dass niemand anders bestimmen kann, was wir im Leben zu tun haben, was wir zu lassen haben, was wir tun müssen. Ja, viele wollen uns ja mal aufzwingen, dieses und jenes musst du tun. Und das ist gar nicht so der Fall. Du bist für dein Leben verantwortlich und das ist auch eine sehr wichtige Affirmation. Und zum Abschluss eine meiner liebsten Affirmationen. Wenn ich stets 110% gebe, ist mir der Erfolg sicher. Und genau darum geht es auch beim erfolgreich sein und erfolgreich werden. Wir müssen uns bewusst sein, was wir dafür zu tun haben. Wir müssen also stets das Beste geben, das Beste aus uns rausholen. Ich habe es schon mal in einem anderen Video gesagt, wenn ich mich abends ins Bett lege, muss ich einfach zufrieden sein mit dem, was ich am Tag geschafft habe, weil ich weiß, nur so kann ich die gewünschten Veränderungen herbeiführen. Und dabei helfen Affirmationen. Das ist ein kleiner Schritt im Motivationskonzept. Und das wollte ich dir heute näher bringen. Vielleicht hast du ja schon die ein oder andere Affirmation ausprobiert. Schreib sie mir doch in die Kommentare. Ansonsten danke für die Aufmerksamkeit. Und bis zum nächsten Video.